Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew Wild Run mit Mac Hi Leute. Magnus, Hi Leute. Mike und Patrick. Ja! Mike da Lappen. Das muss sein, das muss in jeder Anmoderation von Malte. Ja, labert er mir rein, ey. Mir ist egal, was wir machen, wir spielen irgendwas. Drift, Prüfung! Das jetzt heißt, geht's jetzt zur Driftprüfung. Jetzt kommt endlich der Ferrari von dir, Tino. Jetzt bekommt Tino erstmal wieder ein BMW M5. Ja, auf jeden Fall. Doch mal, ich kann meinen Ford Focus benutzen. Nee, ich dürfte jetzt... Eigentlich hab ich da noch einen anderen Drifter. Du hast zwei Drifter? Ja. Stimmt, den McLaren, wa? Nissan, ich kann Nissan. Die Ferrari nehmen. Ja, kannst du. Ich kann meinen Lambo nehmen und eine Corvette Stingray. Das denn? Dein Lambo-Driftwagen? Ja, ja, da ist komplett. Antrieb mit Driftwagen. Also ich will jetzt wieder eine professionelle Leistung vom Du weißt aber, dass die neuen Lamborghini Allrad haben, ja? Ich habe gerade gesagt, ja, Allrad mit Driften. Hast du nicht irgendwas mit Hinterantrieb gerade gesagt? Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt Allrad. Ich weiß, dass alle Lambos Allrad haben soweit. Ach so. Na, ein guter so. C-Klasse-Fahrer weiß das. Jetzt, ja, pass auf, der 5er-Fahrer will wieder angehen. Du, ich drehe mich erstmal gleich am Anfang. Das war sinnvoll. Ich habe Punkte gemacht im Toilette. Unsere Punkte sind einfach nur noch am Zählen. Und deine gleich weg. Ja, ich verstehe es halt auch nicht, wieso ihr immer so viele Punkte machen könnt. Ja, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Nice, das ist gut. Haha. Also ich habe gemerkt, die meisten Punkte kriegst du, wenn du schön schnell bist und in so einen Drift reingehst. Ja, Winkel, Geschwindigkeit, oh, Länge. Baum! Kann das aber nicht, kann nicht driften. Der war schlecht. Nehme ich den Großteil immer nur. Ah, fuck. Ach, nur so wenig Punkte gemacht. Ich drehe mich immer nur. Ich weiß nicht, wieso ich nicht gerade bleiben kann. Spiel mit Gas und Lenkung. Ja. Ja, Gas und Lenkung. Ich mache nichts anderes als mit Gas und Lenkung zu spielen. Bremsen lohnt sich nicht. Ich drehe mich trotzdem immer. Da bringt ja auch Gas und Lenkung nichts. Ah, fuck. Scheiße. Guck dir die Punkte an. guck dir die Punkte an. Bitte Manus veranstalten Sie da? Ja, das ist gerade komisch, was ich hier mache. Ja, voll komisch. Ihr seid voll schlecht im Driften. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ey. Ich will hier nicht auf. Driften wird nie meine Disziplin, das Gefühl. Nie. Lass nochmal machen! 82.000 Punkte. Lass nochmal machen. Ich muss da hier. Ich will mal das andere Auto nochmal probieren. Du musst einfach mit einem Allradantrieb driften. Auspuff gewonnen, Stufe 31, Gold, ja. Kannst du behalten. Ein bringt mir sogar noch was. Ah, Auto, da bringt mir auch was. Ist ja eine Aufhängung. Keine Platin-Teile drin hat. Deko, was ist da los? Nix. Eventrang 2400, das geht gar nicht. Ich war 1052. Fast doppelt so viele Punkte wie beim letzten Mal gemacht. Also ich bin voll stolz auf mich. Wenn du das jetzt immer machst mit den doppelt so vielen Punkten, dann haut es natürlich hin irgendwann. Irgendwann überholen. Aber es ernsthaft machen. Ich wollte eigentlich ein anderes Auto, na egal. Oh. Nee, mach ich. Ich hab's nochmal geklickt, deswegen auch, sorry. Ja, ist egal. Ich dachte, es funktioniert so. Ich dreh mich immer. Was ist das? Ich fahr los in die erste Kurve, die ich mache, da dreh ich mich direkt. Gegenlenken. Ja, mach ich doch, Mike. Du gibst mir die Tipps, ne? Ey. Der kack aber auch gerade. Ich kack auch gerade, hab nur 10.000 Punkte oder so. Ja, ich fand den ersten Lauf besser. Ach, warum driftet denn die Kackkarre nicht, ey? Was ist denn das für eine Scheiße hier?
Bin gerade irgendwie nicht. Nee, irgendwie hat er jetzt die Slicks draufgezogen hier. Oder die Reifen sind noch warm vom letzten Lauf. Dreh mich immer, ich weiß nicht wieso, ich krieg da nicht gegengesteuert. Wieder abgebrochen. Sinnlos. Das war ich kann nichts auf die Reihe. Oh, da war ein Baum. Ja, ich auch nicht, aber ich habe wieder mehr Punkte gemacht. Ich muss mich da reinfuchsen, habe ich das Gefühl. Erster Lauf war besser. Ja, eindeutig. Nö, fand ich nicht. Trotzdem gerne mal ein anderes Fahrzeug probieren. Oh, neues Teil, Auspuff. Einspritzanlage. Plus eins. Na, das bauen wir doch ein. Beim Driften hilft Grip, habe ich gehört. Ja. Ganz viel Grip. Aber immerhin Eventrang plus 345 Punkte. Minus 1. Zum Glück bin ich nicht abgestiegen. Die Punkte, die bleiben immer halten, wenn sie besser ja, waren. Ja. So, mach nochmal Drift. Ich bin jetzt in den Silberplatz. Na klar, wir machen jetzt hier eine Drift-Session in dem Part. Ich will jetzt hier, wir müssen raushauen, Alter. Und du musst Land, Tekko. Ja, warte, hau rein. Startet keiner? Mach ich's? Ich hab gerade gestartet, ihr kamt aber irgendwie nicht mit. Da kam keine Anfrage. Nee. Nee. Muss halt erst Crew starten. Warte, ich starte. Weil ich bin jetzt schon hier aus irgendeinem Grund. Wer macht denn hier mit seinem Mikro so komische Sachen? Das ist Patrick. So. Schwarzer Bildschirm, das ist schön. So, und jetzt holen wir mal. Corvette hier. Stingray. McLaren. 12C GT3. Ich weiß nicht, ob das gut ist zum Driften. Du bist gerade mit dem Ferrari gedriftet. Das stimmt. So, jetzt habe ich auch mal einen Heckantrieb. Der bricht immer sehr schnell wieder ab mit dem Zählen, ne? Musst ja, du mussten halt in die andere Lenkung ja. gehen. Oh. Ja, musst du gegenlenken. Gib so gute Tipps, ich lenke immer gegen. Nein, nicht gegenlenken, sondern in die andere Richtung wieder ausbrechen sofort. Warum bricht der denn immer ab? Scheiße. Frau Korkus ist nicht so gut, der kommt nicht so richtig mit dem Arsch. Ja, Corvette kommt etwas zu dolle immer rum. Ja, ich bin nicht. Weißt du, wenn ich so in einer halb schrägen Position bin und dann der Arsch kommen soll, will er irgendwie nicht. Ja, 18.000 Punkte, ja. Wird auch teilweise einfach immer zu viel. Was ist zu viel? Litter auch immer zu viel, ich rutsche mal über die Straße rüber komplett. Vom Gas runtergehen? Ja. Das ist so, das kann sein, dass du immer hast du viel. Ich drücke immer Vollgas, so. Mike! Also ich drücke die ganze Zeit Vollgas. Ja, ich auch. Problem ist, ich muss immer vom Gas runtergehen, dass ich ihn in die andere Richtung krieg. Ja, dann ja, aber also, sonst ja. Im Drift bleib ich voll auf Gas. Jetzt beim Driften, ja. Ich muss auch sagen, ich bremse manchmal auch, wenn ich zu weit schlittere. Ja. Also, dass der Drift halt schneller zur Neige geht. Der McLaren ist scheiße zu fahren. Kann man auch kein Auto, also kann man auch das vorgegebene Auto nehmen? Nee, ne? Weiß nicht. Nein, wenn du eins hast, nicht. Was? Du hast nichts mehr gepackt, Patrick? Was? Den doch, ersten. Ich weiß, ich habe eigentlich noch was bekommen, aber ich glaube, das waren nicht mehr so viele Punkte. Okay. Ich weiß nicht, ob die 10, wenn die Zeit abgelaufen ist, ob die denn gleich drauf gerechnet werden oder ob die verfallen.
glaube, die verfallen dann nämlich, wenn du am Ende was mit drauf hast. Darum, ich warte, glaube ich, bei 2000 noch was Punkten mal 3 oder 4. Die Punkte, die da stehen, ist ja schon mal. Hast du das direkt nochmal gemacht? Nee. Wollt ihr nochmal machen? Na, wollen wir nicht noch ein paar, ich weiß nicht, bin ich so zufrieden. Noch eine Abwechslung machen, nochmal so ein Zeitrennen machen. Ich hätte mal eine schöne Drift-Session jetzt hier in dem Part einfach nur. Nicht? Na dann. Komm, machen wir hier. Na los, einer geht noch. Einer geht noch. Okay. So. Aus dem muss ja Teko, ich weiß nicht, was Teko vorhat wegen Driften, aber das. Teko, was ist da los? Soll ich nochmal anstrengen? Ich meine, fünfstellig hast du ja schon mal geschafft, ist ja schon mal nice. Teko, Malte, ich kann empfehlen, mach dir ein Lambo. Der driftet super easy. Ich fand den Tipp gerade während des Drifts Vollgas halten, fand ich sehr gut sogar, weil dann habe ich plötzlich 12.000 in einem gemacht. Ja? Also, wenn du vom Gas gehst, so geht der leicht. Ich geh mal vom Gas. Ja, nach dem Drift dann vom Gas gehen. Oder nein, du musst. Wenn du in der andere Richtung kriegen willst, musst du vom Gas gehen. Ja, aber im Drift selbst bleibst du voll drauf. Ja. Das wusste ich ja nicht. Aber das ja, das wussten wir alle nicht. Das müssen wir selbst herausfinden irgendwie. Ja, mal. Das ist ja auch eine Sache des Gefühls. Oh, jetzt ich muss jetzt wieder so richtig einen Anfang finden, ne? Und jedes Auto habe ich, also zumindest meine zwei Autos, die driften unterschiedlich. Ja, ich fand, der BMW war auch ganz komisch zum Driften. Der M5? Ja. Den fand ich eigentlich nicht schlecht. Der war sehr eigen war der, fand ich. Da fand ich den Subaru BRZ besser. Ich gehe zum Teil noch echt zu viel vom Gas. Nein. Also ich gehe immer kurz vom Abbruch des Drifts zum Gas. Und dann lenke ich gegen und gebe wieder Vollgas, dass er dann mit Schwung rumrutscht. Also ich fahre gerade in der Walachei rum. Boah, Patrick, ey, eben war's noch hinter mir und dann kommt so ein 60er Drift. Ne? Richtig, ja, hart, ich hab die ganze Zeit Punkte gemacht. Also wenn einer ganz lange hinter dir ist und es kommt nichts von dem, dann ist das meistens kein gutes Zeichen. Nee, es war noch oder er ist wie ich. Ja, aber sowas gibt's, denke ich, nicht zweimal. Aber zumindest nicht in einer Crew. Ich krieg diesen Wagen auch einfach nicht unter Kontrolle, ey. Ich krieg aber gerade auch nichts auf die Kette hier. Nee, absolut nee. Oh, ich hatte jetzt schön lange Drift, um die langen Kurven hatte ich, bin ich schön rumgekommen. Jo, schaut euch das mal an. Bam! Oh, nicht schlecht. Also der Lamborghini scheint wirklich nicht schlecht zu sein. Ich sag ja, Alter. Der ist übelst leicht zu kontrollieren. Juhu, ich hab ein Exoten-Starter-Kit verdient, endlich. Aventador oder nicht heißt das? Ja, der Aventador. Ja, das Aventador. Ah, was kostet der? Keine Ahnung. Das war mein erstes Auto, was ich gekauft habe. Ja, Dito. Glaube ich, hau mir da auf. Der ist teuer. Naja, 182 Plätze nochmal gut gemacht. Bist du unter Top 1000? Ich bin jetzt 723. Ich habe 329 Plätze gut gemacht. Das ist geil. Ich habe 3 verloren. Ich habe 3 verloren. Ja gut, Teko, machen wir fertig. Und? Jo. Ja, dann machst du das auf jeden Fall für diese Folge. Sehr erfolgreich. Schaut bei den anderen vorbei, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Ihr Talk müsst bei den anderen vorbei, schon bei Teko gab's ja nichts. Ja. Oder ihr schaut bei mir vorbei, wie man es nicht macht. Oder das geht auch, ja. Auf jeden Fall. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat irgendwie. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.